So, da wären wir wieder. Und wie ihr sehen könnt da unten, es gab ein Patch. Wir spielen jetzt die Experimental Version 0.1.0.1. Die für mich wichtigste Änderung sind Töne, also Warntöne, wenn man angegriffen wird und wenn Sachen repariert werden müssen. Zum Beispiel haben wir hier auf der Karte diese Warnsymbole, dass da was repariert werden muss. Und solange die da sind, gibt es diese Beep-Beep-Nachrichten. Ding, ding. Das heißt, wir reparieren zuerst die Sachen, die auf der Karte sind, damit das Beep-Beep mich nicht in Wahnsinn treibt. Nanu? Wo? Ah, da. So. Und dann machen wir uns an den Kohleanschluss. Ja, und das Beep-Beep dauert eine Weile, bis es sich updatet, aber ist okay. Und wir müssen auch bei den Kupfer- und den Eisenplatten mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen mehr Produktion rauskitzeln können. Weil momentan stehen die hier hinten still. Und das ist nicht gut. Also, weg, weg. Neuer Vorschlaghammer. Weg, weg. So, wir brauchen Strom. Wir brauchen davon welche. Da, 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 da. Fließbänder. Hier bitte ein Knick, da ein Knick, darum, darum. Und die müssen dann alle gleich andersrum laufen. Aber das kriegen wir schnell, indem wir einfach so rüberlaufen. Der Splitter kann weg, Kiste kann weg, der Inserter kann weg. So, das war's schon. Damit haben die Boiler jetzt durchgehend Sprit. Und ich muss nie wieder hier hinlaufen, weil unsere gesamte Verteidigungsanlage deaktiviert wurde, weil kein Strom da ist. Das, ja, hätte ich wirklich ein wenig früher machen sollen. Aber na gut. Also. Das System sieht echt suboptimal aus, wenn ich mir gerade so angucke. Warum hast du kein... Was machst du? Ich frage mich gerade, was ich dabei gedacht habe. Aber irgendwie... Nee. Egal. Du hast auch noch Eisenplatten. Du nimmst hier bitte Eisenplatten. Machst du alles voll mit. Okay. Gut, also. Rote Engines werden produziert. Kohleanschluss haben wir gemacht. Blaue Tränke. Blaue Tränke brauchen wir ganz viele. Hatte ich ja schon hier oben angefangen? Nö, hatte ich nicht. Hier. Zu Roden. Wir brauchen mehr Strom. Weg, weg. So. Also, Strom, 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 Strom. Gut. Da kommen die Fabriken rein. Fabriken haben wir keine. Hm? Drei, was fehlt? Eisen und Chips. Ah. Ja. Also ich muss gucken, wie das hinhaut mit den Robotern. Ich zweifle doch ein wenig dran, dass sie das alles hier später wuppen können. Also es wäre schön und sieht bestimmt auch richtig cool aus mit so ganz vielen fliegenden Robotern. Aber wahrscheinlich werden wir eh mehr Verbindungen machen müssen wie hier. Also die grünen und roten Tränke werden ja automatisch hier hingebracht. Und dass wir dann eventuell ähnliche Verbindungen auch woanders hin machen. Also dass zum Beispiel die Engines von hier automatisch nach oben gebracht werden oder irgendwas in der Richtung. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir halt erstmal testen, was die Roboter so reißen und was nicht. So, du brauchst wieder Kupferkabel. Ich denke, bevor ich jetzt gleich zigtausendmal wieder hin und her laufe, sollten wir an der Wurzel anfangen. Das heißt, wir gucken jetzt runter und gucken, dass wir mehr Eisen- und Kupfererz bekommen. Damit wir hier oben keinen Ressourcenmangel haben und damit die Chipstapel durchgehend laufen können. Die Kiste hier muss durchgehend voll sein mit Eisen, die Kiste muss durchgehend voll sein mit Draht. Damit die Dinger durchgehend Chips produzieren. Weil das ist wirklich eins der Güter, wo es bei uns immer mangelt. Warum haben wir hier Arme, die von außen nehmen? Wir haben nur zwei Güter. Das ist sehr komisch. Mach daraus bitte mal solche Arme. Ich habe keine Ahnung, was mir dabei gedacht hatte. Da hatten wir wahrscheinlich noch das alte System. So. Das heißt, die helfen jetzt schneller, die Sachen vom Fließband runterzukrallen.
Das heißt, wir bräuchten noch einen zweiten Arm hierfür. Ich gucke gerade, ob ich den ein bisschen tricksen kann. Mach mal hier einen Knick nach oben. So. Oh, warum springst du da? Das finde ich nicht schön, dass du da springst. Ja, er setzt manchmal Sachen links, manchmal Sachen rechts. Das ist nicht gut. Okay. Nein, aus, vorbei. Das klappt nicht. Jetzt haben wir überall Schundplatten. Schundplatten müssen aufgesammelt werden. So. Neustart. Alles gut. Eisenplatten innen, Kupferdraht draußen. Ich hätte gerne noch einen Arm. Wo setzen wir dich hin? Ich habe eine Idee. Wir machen das so. Oh, falsch. Mist, 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 Mist. Immer haben wir eine zweite Kiste. Ich denke, das ist wesentlich unkomplizierter als alles andere, was mir gerade so einfällt. Wir machen einfach da einen Arm hin, machen da noch einen schnellen Inserter. So. Und hauen da jetzt auch Drähte rein. Gib mir 400 Draht, hau das da rein. Und schwuppdiwupp, kommt mehr Draht hier hinten auch an. Das ist Hammer, wie viel Draht die verbraten. Also selbst zwei Fast-Inserter sind zu wenig. Gut. Wir hatten auch gerade davon gesprochen, dass wir eventuell ein paar Sachen automatisieren wollten, ne? Ich glaube, ich fange damit jetzt doch schon mal an. Und zwar, indem ich... Oh, ist das eklig langsam, das Fließband. Ich muss von da hinkommen. Und zwar auf das Fließband da. Hier geht's durch. Dann geht's da drunter, darum, da hoch. Ja, das kriege ich hin. Das heißt, die würden hier... Ja, da muss ich gucken, wie ich das mache. Weil ich will nicht, dass alles da hinten landet. Das wäre ein bisschen Overkill. Aber ja, so, da drunter. Da rein, da raus. Da rein, da raus. Und ich habe keine Ahnung, warum ich es gerade mit Rosenfließbändern mache. Aber pff, warum nicht? Du, hoch. Hoch, 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 hoch. Licht. Ich würde das Licht ganz gerne so lassen, wie es ist. Es wäre natürlich jetzt wesentlich einfacher, wenn wir einfach hier rumgehen würden. Aber nee, das mache ich nicht. Ich baue jetzt ganz viele unterirdische Dinger und mache den hier einen Kreislauf und dann ist gut. So, so. Da, 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 da. Da, da, da. Tada! Ja, es ist hässlich. Aber wenigstens bleiben die Lichter da, wo sie hingehören. Du, du, du. Na, ha, 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 ha. So ist besser. Ja, so ist besser. Was macht der Chip da? Achso, ist nur einer von denen. Gut, also. Das heißt, Kupferdraht wird jetzt automatisch von unten hierher gebracht. Und liegt dann da im inneren Fließband. Wenn mehr Kupferdraht produziert werden sollte, als hier verbraucht, was schon mal recht unwahrscheinlich ist, staut sich das hier ganz runter und man kann es hier jederzeit abgreifen, falls irgendein anderer Prozess das braucht. Okay. Du wirst kurzfristig umgebaut. Und zwar hierhin. Du schnappst dir bitte nur Kupferdraht. Und das... Oh. Das wird mal ein bisschen gepimpt hier alles. Ja, es rast richtig um die Ecken. Sehr schön. Oh, was fehlt? Iron Gear Wheels. Warte mal, da müssen wir ein paar haben. Jo. Stell bitte her, davon ganz viele. So. Die flitzen alle schon dahin, das ist gut. Ihr kriegt auch mal schnelle Ärmchen. Schnelle Arm, schnellen Arm. Schnellen Arm, schnellen Arm. Und noch mehr. Es fehlen Eisenplatten.
Aber ja, ich denke, das wird richtig viel bringen. Kupferplatten nehmen wir auch mal mit. Kupfer, 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 Kupfer. Ja. Komm, ups, so. Du brauchst einen schnellen Arm. Was? Warum? Ah, okay. Da. Du schneller Arm. Weep, 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 weep. Sehr gut. Dich abbauen. Achso, du warst der manuelle Input für die hellblauen Tränke. Stimmt, da war was. Die sollte ich auch zwischendurch mal wieder herstellen. Du brauchst noch hellblaue Outputs. Hellblaue Outputs. So, das Ding ist jetzt schon mal einen ganzen Zacken schneller. Fließbänder fehlen noch. So, so, so. Weg, 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 weg. Da, und ein Fließband fehlt. Nicht ernsthaft. Du. Science Packs unterbrechen. Ein Fließband bauen. Ein Fließband hinsetzen. So. Irgendwo Stau. Ja, bei den Drähten. Da wird nicht genug raufgeworfen. Das ist okay. Das ist absolut kein Problem. Wir machen einfach hier das Ganze so. Und du nimmst bitte auch Drähte draus. So, schauen wir mal. Jetzt kommen richtig schön viele Kupferdrähte hier in einem schönen Kreislauf oben hin. Und es werden Chips produziert. Gut, mit den Chips laufen wir jetzt nach oben. 543, sehr schön. Schmeißen davon 300 hier rein. Was brauchst du noch? Plastik. Ja, okay. Plastik ist hier. 1300, eine Menge Plastik. Da werden wir dann beide nicht meckern müssen. Plastik. Draht ist okay. Plastik ist okay. Grüne Chips sind okay. Rote Chips kommen raus. Gut. Der Roboter ist fertig, ne? Wo versteckst du dich, kleiner Roboter? Ich hatte doch. Nö. Hatte ich nicht. Was fehlt denn da? Eine rote Electric Engine. Ich hätte schwören können, das hätte ich schon gemacht. Sehr komisch. Na gut, dann holen wir den ab. Also den roten Motor. Ah, hier haben wir noch gar nichts gemacht. Mist, 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 Mist. Du brauchst Kisten. Du brauchst Kisten. Mehr Kisten. So. Inserter, Inserter, Exerter. Du brauchst Strom. Oh. Hier kommen rein Chips. Hier kommen rein Engines eigentlich. Haben wir gerade noch keine dabei. Ne, okay. Also wieder runter, Engines holen. Das Ding da voll machen, dass es durchgehend läuft, damit wir auch schöne Electric Engines bekommen, damit wir Roboter bauen können. Das war ja der Masterplan. Weltherrschaft durch Roboter. Irgendwie... ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen, da hinzukommen. Und wir sind noch nicht mal da. Also wir können noch nicht die Kisten bauen, die das Ganze eigentlich wirklich automatisieren. Das heißt, wir haben gleich Roboter, aber wir können mit denen nichts machen. Was auch nicht so wirklich toll ist. Also du... Da. Alle davon da rein. Ein paar so auf Vorrat. Gut. Also, ein Electric Engine. Dafür bauen wir jetzt... ein Flying Robot Frame. Die dauern eine ganze Weile in der Herstellung. Also wenn wir wirklich später eine ganze Armee haben wollen aus fliegenden Robotern, dann definitiv dafür auch ein Produktionskomplex. Und wo wir gerade hier so rumstehen, können wir auch ein bisschen an der Verteidigung arbeiten. Oder zumindest hier keine Kupferplatten an dem Gedöns. So, und Logistikroboter ein, Construction Roboter ein. Da haben wir gleich unsere ersten zwei Roboter, die kommen auch gleich zum Roboport. Wenn die dann fertig sind. Boah, die brauchen noch länger als die Frames. Okay. Kupferplatten, dezent viele. Dun, 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 dun. Hier ist falsch. Da ist richtig. So, der arme kleine Typ hier kommt nicht hinterher.
Deswegen kriegt er Verstärkung. Wir haben keine hellblauen Ärmchen. Du, nehmen wir halt einen grünen. Du nimmst Kupferplatten. Kupferplatten. Sehr gut. Also wenn die Chips da hinten jetzt nicht durchgehend Kupfer bekommen, dann weiß ich auch nicht. Nö. Die beiden müffeln alles weg an Kupferdraht, was ankommt. Die beiden haben gar nichts zu tun. Also ja, da muss noch mehr gehen. Aber nicht jetzt. Jetzt wollten wir uns um die Roboter kümmern. Wir haben... Wo seid ihr jetzt? Jungs? Da. Logistikroboter. Dahin. Und da ist der Construction-Roboter. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas kaputt schieße, fliegt der los mit dem Reparaturwerkzeug und repariert das Ding. Zip. Und zwar ziemlich flott. Automatisch in diesem gesamten Radius. Und genau deswegen muss das auch unbedingt hier mit den Türmen abschließen. Das heißt, wir sollten jetzt noch ein paar mehr Roboports bauen. Dafür brauchen wir mehr Stahl. So. Noch ein Roboport. Dass wir alles abdecken können. Vor allem die Kernpunkte. Also hier unten und da. Da laufen die ja gerne mal gegen. Und dann auch noch ganz unten. Also wir werden eine Menge Roboports brauchen. Und eine Menge Roboter. Roboter.